Hey Leute, Quarko hier! Viele von euch waren teilweise verwirrt, ob Korra jetzt wirklich die Verbindung zu allen Avataren verloren hat, weswegen ich nun heute dieses Video mache und ich es euch erkläre. Ich habe auch öfters gelesen, dass Leute auf Korra wütend waren oder sie sogar gehasst haben, weil sie dachten, dass sie auch den Avatar-Zyklus zerstört hat und es keinen weiteren Avatar geben würde. Ich erkläre euch auf jeden Fall heute alles und wenn ihr meine köstliche Nudelsuppe wie Ai Wei essen wollt, müsst ihr dafür einfach nur meinen Kanal abonnieren und dieses Video liken. Bevor wir jetzt aber weiter um die heißen Feuerflocken reden, starten wir lieber mal mit dem Video. Korra verlor die Verbindung zu den vorherigen Avataren im Kampf gegen Unalaq. Nämlich hat Unalaq es so aussehen lassen, als hätte er Rava getötet, aber in Wahrheit war diese versteckt im Körper von Unalaq. Und in Buch 4 hat Rava sich wieder komplett mit Korra fusioniert, nachdem sie vom Gift befreit war und in die Geisterwelt wieder nach Belieben zurückkehren konnte. Sogar wenn sie die Mithilfe von Sahir bekam. Aber das ist nur Nebensache. Da Korra selbst sagte, sie glaube, die Verbindung sei abgebrochen zwischen den vorherigen Avataren, wussten die Fans nicht mehr weiter und es kam zu einem riesigen Aufruhr von Zuschauern und Korra wurde dafür verantwortlich gemacht, dass es keinen weiteren Avatar geben würde und dass sie sich nicht mehr daran erinnern kann. Also Leute, da Rava sich wieder mit Korra fusioniert hat, ist der Avatar-Zyklus auf jeden Fall gerettet. Es wird also wieder einen neuen Avatar geben. Denn der Avatar-Zyklus wird so lange weiter bestehen, wie auch Rava leben wird. Also erst wenn Rava wirklich tot ist, kommt kein neuer Avatar mehr. Jedoch kann sich Rava nicht mehr an die anderen Avatare erinnern, da sie diese Verbindung verloren hat im Kampf gegen Unalaq und Watu. Aber dadurch, dass Korra immer noch in ihren Erinnerungen die Kräfte und Zustände weiß von den anderen Avataren, ist es für sie möglich, in den Avatar-Zustand zu gehen und immer noch alle Kräfte freizusetzen. Es gäbe eine Theorie, auf die der gute Sturi und ich kamen. Nämlich sieht man in diesem Bild, dass nur noch Platz für zwei weitere Avatar-Statuen wären. Einmal Aang und einmal Korra. Jetzt stellt man sich aber die Frage, wieso? Wahrsagerinnen sagten damals, es gäbe nur diese bestimmte Anzahl an Avataren, danach wird es aufhören auf eine mysteriöse Art und Weise. Das würde perfekt passen, da Korra, weil sie die Verbindung zu den anderen Avataren verloren hat und sie nicht die Erinnerung an den nächsten Avatar weitergeben kann, abgesehen mit Hilfe des Avatar-Zustandes, endet hier der erste Avatar-Zyklus und Korra ist somit der letzte Avatar des ersten Zyklus und der neue und gleichzeitig der erste des zweiten Avatar-Zyklus. Somit könnte man Korra mit Wann vergleichen. Bloß, dass Korra logischerweise wegen dem Avatar-Zustand stärker ist als Wann, denn der neue Avatar ist immer der stärkste, also wenn man sich nur auf den Avatar-Zustand bezieht. Manche von euch denken jetzt vielleicht daran, dass Korra ja nachdem sie Rava wieder hat, zum Baum der Zeit gehen könnte und die Erinnerungen für Rava an die alten Avatare geben könnte, denn der Baum der Zeit hat ja alle Erinnerungen. Es wäre natürlich ein Versuch wert, aber selbst ich wüsste nicht, ob das funktioniert. Vom logischen Punkt her müsste es klappen. Dann hätte Rava die Erinnerungen und alles weitere an die vorherigen Avatare komplett wieder. Somit könnte der nächste Avatar auch in den Avatar-Zustand gehen und alle Kräfte freisetzen von den vorherigen Avataren. So Leute, das wäre schon wieder vom Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ebenso hoffe ich jetzt, dass ihr Korra nicht mehr wegen solchen Gründen hasst. Und habt keine Angst, es kann einen neuen Avatar geben. Falls ihr mal mit mir reden oder schreiben wollt, joint doch gerne dem Avatar-Discord von mir und abonniert auch den guten Story und macht ihn die 3000 Abonnenten voll. Er ist der allererste Link in der Videobeschreibung. Danke fürs Zuschauen, bis die Tage und Sayonara!